In diesem Video stelle ich mit JavaScript ein einfaches SVG-Element her, das ich in ein HTML-Dokument einfüge und das dann im Browser gerendert wird. Das HTML-Element siehst du hier bereits, das Dokument. Da steht fast nichts drin. Es gibt einen Titel im Head, der wird hier oben angezeigt als Überschrift des Tabs. Also ich habe es hier bereits mit dem Live-Server-Plugin im Browser geöffnet. Und der Link hier auf Zeile 7 führt ins Nirgendwo. Diese Raute heißt gar nichts. Das führt dazu, dass Firefox Ruhe gibt. Wenn ich das weglasse, dann kriege ich eine Fehlermeldung, weil Firefox ein Favicon sehen möchte. Hat aber sonst keine Bedeutung. Und dann gibt es einen Link auf eine JavaScript-Datei namens main.js. Und dort gibt es nur eine Zeile, Console Clear, die führt dazu, dass die Konsole immer geleert wird, wenn das neu geladen wird, damit hier keine Fehlermeldungen stehen bleiben. Ich habe hier bei der Konsole auch nur Fehler- und Log-Nachrichten aktiviert, damit hier nicht unnötiges Zeug drin steht. SVG steht für Scalable Vector Graphics, also skalierbare Grafiken. Skalierbar heißt, ein Bild kann beliebig groß sein, ohne Qualitätsverlust. Ich gehe sonst nicht näher auf SVG ein. Wenn du das genauer wissen möchtest, empfehle ich das SVG-Tutorial bei Mozilla Developer Network. Das ist sehr übersichtlich gegliedert und da reicht es, die ersten paar Kapitel zu lesen, dann weißt du alles, was du brauchst, um damit zu starten. Aber für uns reicht es jetzt einfach, wenn wir mal eine Grafik mit einem Kreis oder mit einem Rechteck herstellen können. Um zu sehen, wie SVG aussieht, das ist nämlich Text, können wir hier auf Getting Started klicken. Da gibt es ein Beispiel einer einfachen Grafik, rotes Rechteck mit grauem Kreis und Text. Und das sieht sehr ähnlich aus wie HTML. Es ist aber kein HTML, aber es ist ein Dialekt der gleichen Sprachgruppe. Ich habe ein noch einfacheres Beispiel im TextEdit vorbereitet, um es ein bisschen übersichtlicher zu machen. Also wir sehen hier, es gibt Tags und es gibt Attribute, genau wie wir das kennen aus HTML. Und es ist auch so, dass ich so einen Text nehmen kann und direkt in HTML einfügen kann. Und das wird dann anstandslos gerendert. Ein pinkes Rechteck und ein cyanfarbener Kreis. Und das deckt sich mit den Angaben hier. Also es gibt ein Rechteck, da steht pink, und ein Circle, da steht cyan. Das ist schon einmal leicht verständlich. Und diese Tags, dieses Rechteck und dieser Kreis, also wir sehen die, diese Grundformen werden mit einem einzigen Tag beschrieben. Die Attribute stehen für die Ausdehnung und für die Platzierung. Das Rechteck hat keine Angabe über X- oder Y-Koordinaten, aber eine Breite und eine Höhe. Und das wird einfach oben links in der Grafik angeschlagen. Aber warum hat es dann diese Größe, die es hat, oder warum oder der Kreis und das Rechteck, die sind offensichtlich nicht gleich groß oder nicht gleich platziert. Also erstens mal beschreibt eine SVG-Grafik oder so ein Text, beschreibt ein Koordinatensystem. Und wie groß dieses Koordinatensystem ist, das steht im Attribut Viewbox. Hier siehst du 0, 0, 1000, 1000 als Wert und das beschreibt ein Rechteck. Oben links ist 0, 0, unten rechts ist 1000, 1000 und 1000 und 1000, das sind die Anzahl Einheiten, die die untere rechte Ecke vom Nullpunkt oben links entfernt ist. Also hier ist es ein Quadrat. Wenn 500.000 stehen würde, dann wäre es ein Rechteck, das halb so hoch wie breit ist. Und auf diese Einheiten, auf die Größe dieses Koordinatensystems beziehen sich alle Größenangaben grafischer Elemente. Also ein
Kreis hier, CX steht für Zentrum X und CY für Zentrum Y. Da wird angegeben, wo in diesem 1000 mal 1000 großen Koordinatensystem das Zentrum dieses Circle Elements ist. Und R steht für Radius. Also der Kreis ist 800 Einheiten breit und ist auf Punkt 600, 600 eingemietet. Und das Rechteck ist 750 Einheiten groß, hoch und breit. Es ist also ein Quadrat. Und weil hier nicht X und Y steht, ist es einfach oben links angeschlagen. Soweit, so gut. Jetzt gibt es noch diesen rätselhaften, dieses Element XMLNS. XML ist der Name der Sprachfamilie, zu der auch HTML gehört. Und NS heißt Namespace. Also dieser Link, HTTP und so weiter, SVG, der führt zu einer Beschreibung des Dialekts. So, dass der Browser SVG von HTML unterscheiden kann und weiß, wie das zu rendern ist, wie er damit umgehen soll. Das ist ein wichtiges Bestandteil von SVG-Elementen. Und das müssen wir kennen, damit wir das aus JavaScript heraus generieren können. Jetzt habe ich noch ein Text-Element, noch ein Textfenster hier vorbereitet, in der die Reihenfolge drin steht, was wir tun müssen, um so eine SVG-Grafik selber oder eben aus JavaScript heraus herzustellen. Ich lösche mal diesen SVG-Text, weil jetzt machen wir das mit JavaScript. Und analog zu HTML-Elementen machen wir hier die gleichen Schritte. Wir generieren zuerst das Element und dann fügen wir es in das Document Object Model ein. Das muss irgendwo eingefügt werden, direkt in den Body oder in ein anderes HTML-Element. Und dann müssen wir sagen, wie groß dieses SVG-Element ist. Das ist dann eben dieses Viewbox-Attribut. Und schließlich müssen wir die einzelnen Grafikelemente wie Kreis oder Rechteck generieren und auch die wieder an der gewünschten Stelle in der SVG, im SVG-Element einfügen. Ich übernehme jetzt hier diesen Text und füge das gleich in mein JavaScript ein, so dass ich der Reihe nach vorgehen kann und nichts vergesse. Zuerst generiere ich dieses SVG-Element und ich werde das gleich einer Variablen zuweisen, so dass ich auch damit interagieren kann. Sonst verpufft das im leeren Raum. Const, ich nenne das mal mySVG, gleich. Und jetzt, bis jetzt kenne ich die Methode createElement, aber damit geht es eben nicht. Du kannst das nachher gerne überprüfen. Ich werde hier nicht den Beweis erbringen, dass es nicht geht, aber du kannst zu einem späteren Zeitpunkt dann das mit createElement versuchen und wir sehen, dass das SVG-Element zwar generiert wird, aber dass es nicht gerendert wird. Also createElement funktioniert nicht. Es gibt jetzt, wenn wir hier die vorgeschlagenen Text-Snippets anschauen, siehst du, das zweite von oben heißt createElementNS und das NS steht für Namespace. Das wähle ich aus. Dann kommt eine Klammer hinten dran, weil es eine Funktion bzw. eine Methode ist. Und hier müssen jetzt zwei Argumente angegeben werden. Erstens dieser Namespace oder bzw. der Link zur Dialektdefinition. Und zweitens das gewünschte Element, also SVG. Und den Link, den kann natürlich niemand auswendig. Du kannst das hier copy-pasten gehen beim Mozilla Developer Network. Das ist unter Getting Started
bei diesem Tutorial zu finden. Und das könnte ich jetzt direkt als Argument angeben oder damit es etwas kürzer wird, damit die Zeile nicht umbricht, mache ich hier extra eine Variable damit, const ns, das ist eine blöde Abkürzung aus geschichtlichen Gründen, schreibe svg ns. So. Und dann wird das hier das erste Argument und dann svg, aber das ist ein Wort, also in Anführungszeichen. So. Jetzt heißt hier noch ns, ah ja genau, habe ich gesagt, das will ich nicht. Warum schreibe ich es dann? So. Jetzt müsste dieses Element bereitstehen. MySVG wird schon vorgeschlagen und wenn ich das bestätige, sehe ich hier das Element und das hat auch schon ganz viele Eigenschaften, aber es ist noch nicht im HTML enthalten. Also jetzt muss ich es ins HTML einfügen und das mache ich, indem ich sage, zum Beispiel jetzt Document Body, ich habe keine anderen HTML-Elemente, wo ich das einfügen könnte, die Sinn machen. Append Child. Also wie wenn ich ein gewöhnliches HTML-Element herstelle und da den Namen dieser Variablen, die dieses generierte SVG-Element enthält und jetzt sehe ich es hier, das ist hier vorhanden. Die Größe, die hier angezeigt wird von den Developer-Tools, da steht 300 x 150, das scheint irgendein Default des Browsers zu sein. Aber ich muss natürlich effektiv jetzt angeben, wie groß das Koordinatensystem dieser SVG-Grafik ist. Und dazu schreibe ich mySVG. Und um ein Attribut in einen Tag hineinzuschreiben, gibt es ebenfalls eine Methode, die heißt setAttribute. Es gibt hier übrigens setAttributeNS, aber hier reicht es, das so zu schreiben. Und das Attribut, das ich definieren möchte, ist Viewbox für das Koordinatensystem und als Größe nehme ich so wie vorhin in meinem Beispiel 1000 mal 1000 Einheiten. Du kannst hier auch mit anderen Werten experimentieren. Und ich sehe hier im Inspektor schon, dass jetzt dieses Attribut gesetzt ist. Und jetzt ein Grafikelement und da mache ich mal einen Kreis. Auch den weise ich einer Variablen zu, damit ich den irgendwie den Kreis anfassen kann und damit interagieren kann. Auch da kann ich Attribute setzen und so weiter. Und da sage ich, MyCircle. Und auch hier ist es nötig, CreateElementNS zu verwenden und nicht nur CreateElement. Auch hier kannst du gerne selber nachher das mit der CreateElement-Methode versuchen und schauen, ob das wirklich stimmt, was ich behaupte. Aber ich schreibe jetzt ns und gebe wieder den Namespace an, svg ns, und dann als Wort den Namen des Elements, das ich herstellen möchte, das ist ein Circle. Und diesen Circle muss ich nun auch wieder ins SVG einfügen. MySVG, append child, MyCircle. Jetzt schauen wir mal nach. Da ist noch nichts zu sehen. Ist die Frage, habe ich einen Fehler gemacht? Aha, ich habe SNVGNS geschrieben. SVGNS. Fehler weg. Circle da. Aber der Circle hat noch keine Größe. Also auch hier müssen wir angeben, wo in diesem 1000 x 1000 großen
Element ist dieser Kreis. Und da gibt es das Zentrum und den Radius. Und das Zentrum besteht aus einer x- und einer y-Koordinate. Also hier sage ich my circle set attribute cy, cx und cy und dann brauche ich eine Zahl, sagen wir mal 100, copy paste und das gleiche für y und dann kopiere ich auch gleich nochmal, brauchen wir noch den Radius 100. Und ich habe noch nicht mal eine Farbe gewählt, da steht schon ein Kreis. Auch die Farbe kann ich mit Z-Attribute definieren. Ich sage Fill und dann den Namen einer Farbe. Und wahrscheinlich habe ich die Farbe falsch geschrieben. Orange. Rot. Jetzt. Und jetzt je nachdem, wie sich diese Werte hier, wie die gesetzt sind, ist das größer oder kleiner. Wenn ich sage, dass der Radius 200 Einheiten groß ist, dann überlappt das oben links und wird abgeschnitten. Das könnten wir mit CSS je nachdem korrigieren. Ich zeige vielleicht gleich, wie das geht. Und wenn ich hier schreibe 1000 anstatt 100, dann wird der Kreis, wird die Mitte des Kreises auf den Rand, den unteren Rand der SVG-Grafik gelegt. Also hier diese Werte, diese Zahlen, die stehen im Zusammenhang mit der Viewbox. Also eben, wenn das überlagert wird, das wird das abgeschnitten beim Rendern. Das ist etwas, was mit CSS korrigiert werden kann. Und etwas anderes, was wir vielleicht mit CSS auch noch machen können, ist einen Rand um die SVG und das SVG-Element legen, so dass wir sehen, wo es beginnt und wo es aufhört. Das ist vielleicht ganz nützlich. Ich mache hier ein internes Stylesheet direkt ins HTML rein und hier kann ich, wie HTML-Elemente auch, kann ich über die Selektoren, also die Namen der SVG-Elemente, kann ich Regeln schreiben. Ich kann auch hier IDs und Klassen vergeben übrigens. Aber ich mache mal für das ganze SVG einen Rand. Und jetzt siehst du auch genau, wo abgeschnitten wird an dieser schwarzen Linie. Und wenn ich in HTML möchte, dass Elemente, deren Inhalte über die Grenzen ragt, dass das trotzdem angezeigt wird, das hat mit SVG nichts zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie HTML gerendert wird, da kann ich sagen Overflow Visible. Und jetzt siehst du, dass der Kreis über die schwarze Linie hinausragt. Ich habe jetzt nicht spezifisch angegeben, wie groß das SVG in der Seite gerendert wird. Ich könnte über das Stylesheet bestimmen, wie groß Grafik oder das Bild ist, oder ich kann über Attribute direkt im SVG-Element angeben, wie groß das gerendert werden soll. Das könnte ich hier vielleicht noch machen. Ich kann sagen, my SVG set attribute und dann anstelle von Viewbox width mit nur einem Wert, zum Beispiel 1000, und dann wird die dann wird das mit, dann ist die gerenderte, das gerenderte Bild 1000 Einheiten groß. Dann
Das würde bedeuten, dass die Einheiten, die gerenderten Einheiten und die Einheiten des Koordinatensystems sich entsprechen. Aber ich kann das auch kleiner rendern und dann wird das Bild ist dann 400 Einheiten breit auf der Website, aber die Grafik versteht sich immer noch als 1000 mal 1000 Einheiten groß und die enthaltenen Elemente innerhalb der Grafik werden immer noch an diesen 1000 mal 1000 Einheiten ausgerichtet. Also dadurch verändert sich der Inhalt der Grafik nicht, aber sie kann verschieden groß angezeigt werden. Aber wenn du das weglässt, dann ist es einfach immer so groß wie der Viewport und wird genauso breit wie die Seite, wie das Fenster. Also jetzt mitte ich diesen Kreis noch ein. Mache ihn etwas größer. Und das ist eigentlich alles, was ich hier zeigen möchte. Du könntest jetzt versuchen, eine Funktion zu schreiben, die solche Kreise in die Grafik hinein setzt, so dass du nicht jedes Mal 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen schreiben musst, sondern dass du vielleicht eine Funktion hast, die sagt, die heißt New Circle und dort gibst du einen Punkt in Koordinaten an und einen Radius und vielleicht eine Farbe. Und dann generiert das einen Kreis an der Stelle 10, 10 mit 30 Radius und pink gefüllt. Und dann kannst du einen Loop schreiben, der ganz viele Kreise in diese Grafik hineinsetzt. Viel Glück!